Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Supermarkt-Simulator. Und ja, vielleicht konntet das euch aus dem Titel schon erahnen. Es geht mal wieder um eine Mod. Und zwar, ja, vielleicht geht es euch ähnlich, dass die Kunden ab und zu rummeckern, dass die Produkte zu teuer sind. Ich habe jetzt mal hier zum Test ein paar Produkte extra hochgesetzt. Hier hinten habe ich auch noch ein paar höher gemacht. Wirklich unvorstellbare Preise hier. 20 Euro für eine Limo. Ja. So kurz dazu. Das habe ich gemacht, damit wir jetzt gleich sehen, was die Mod genau macht. Ich stelle mich mal hier hin. Hier haben wir wieder ein besseres Bild. Ne, hier oben drauf haben wir ein super Bild. Denn was die Mod gleich machen wird, ist, dass die Mod gleich am Ende des Tages die Preise automatisch zurücksetzt. Und ich skippe jetzt mal ein bisschen vor und wir sehen uns gleich kurz vor Ende des Tages wieder. Und hier verlässt die letzte Kundin den Laden. Wieso verlässt sie den nachher? Hä? Geh doch vor. Man muss nicht alles verstehen. So, auf jeden Fall, wir können jetzt hier mal Enter drücken und den Tag beenden. Fanden Produkt zu teuer, 84 Kunden. Ja, wir starten einfach mal den nächsten Tag. Und ich habe euch ja eben gezeigt, so ein paar Produkte habe ich da einfach teurer gemacht. Und ihr habt es jetzt gesehen, hier war jetzt kein Schnitt zwischen. Also, zumindest nicht, dass ich die Preise angepasst habe. Und das hat auch alles wieder den richtigen Preis. So, ich ändere jetzt hier den Preis nochmal einfach auf 20 Dollar. Und jetzt drücken wir Steuerung und R und schon ist der Preis wieder richtig. Genau das macht die Mod und das macht sie, wie ihr seht, sehr gut. Können hier nochmal ein paar ändern. So, ihr seht, wir haben wieder zu teure Preise. Steuerung R und schon ist der Preis wieder aktuell. Und das könnt ihr entweder mit Steuerung R machen oder die Mod macht es automatisch, wenn der neue Tag beginnt. Und so habt ihr nie wieder zu teure Produkte. Manchmal schon, wenn ihr da ein paar Config-Dateien zu hoch eingestellt habt. Aber zu den Config-Dateien kommen wir gleich. Erstmal gucken wir uns jetzt an, dass es wirklich funktioniert. Ja, und da verlassen am nächsten Tag die letzten Kunden den Laden. Und ja, wir skippen mal den Tag und gucken mal. Null Kunden fanden ein Produkt zu teuer. Also, besser kann ich euch nicht zeigen, dass das funktioniert. Und jetzt mal wirklich, also ich habe diese Mod eigentlich schon total lange drauf. Auch hier, wir können gleich mal uns den Humus angucken. Ich habe die Mod schon total lange drauf und wollte eigentlich ein Video zu machen und habe mir gedacht, naja, probier sie erstmal aus. Jetzt habe ich für euch das Video gestern gemacht und habe über die Mod gesprochen und denke mir so, Moment mal, da hast du gar kein Video zu gemacht. Da steht mein Humus. So. Und ihr seht, das passt schon. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja ein bisschen teurer, als eigentlich da steht. Ja, und da kommen wir zur Config-Datei. Die mache ich jetzt nebenbei auch auf. Ich suche uns mal einen schönen Hintergrund. Und jetzt kriegt ihr hier die Config-Datei eingeblendet. Und wenn ihr dann hier in eurer gemoddeten Supermarktdatei seid, nebenbei, gemoddete Supermarktdatei, wenn ihr nicht wisst, wie ihr im Supermarkt moddet, dann kann ich euch nur das Video hier oben empfehlen, was ich euch jetzt hier verlinke. Und da habe ich ganz haarklein Schritt für Schritt erklärt, wie das genau geht. Und guckt euch das an, das solltet ihr vorher wissen, wenn ihr das noch nicht wisst. Auf jeden Fall muss die Datei in den MM-Loader, in den ML-Loader, so. Unter Mods, hier haben wir die Auto Price Update DLL-Datei. Und in User-Daten finden wir hier Price Update, die Config. So, und hier gibt es eben den Punkt Multiplikator für den, ne? Ich habe das hier auf 0, also 1,02 stehen, sprich 2% höher als der Marktpreis. Könnt ihr auch 0,98 oder je nachdem eingeben, was ihr wollt.
geht halt nicht so hoch, sonst finden halt die Kunden die Produkte zu teuer. Und eigentlich habe ich immer so gesagt, so 5 bis 10% geht auch. Aber gerade wenn das dann so Produkte sind, die nur 1,50 kosten, er dann eben 2% draufhaut und dann noch auf den nächsten Zehner rundet, ist man da ganz schnell drüber. Jetzt könnte man sich die Arbeit machen und sämtliche Produkte, bei denen das anders sein soll, auch noch einzeln hinzufügen. Geht auch. Aber nee, komm, ich habe gesagt, komm, ich mache 0,2% höher, runde auf den nächsten Zehner auf und dann passt das. Da müsst ihr ein bisschen für euch selber gucken. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es eingestellt habt. Also, wie viel geht ihr höher und rundet ihr auch auf den nächsten Zehner oder nehmt ihr den Preis, der dann rauskommt? Und schreibt mal in die Kommentare, wie das Ganze bei euch funktioniert. So, und während ich hier ein bisschen die Kunden bediene, können wir noch ein bisschen quatschen. Ja, also die Mod funktioniert auf jeden Fall wirklich gut. Ich habe die jetzt, wie gesagt, schon wirklich länger im Gebrauch. Und ich möchte die eigentlich nicht mehr missen, weil es ist dann doch irgendwann ein bisschen nervig geworden. Es ist nervig, ja doch, ich würde schon sagen nervig geworden. Weil irgendwann habe ich nicht mehr jeden Tag die Preise kontrolliert, weil ja, am Anfang, das wird halt ganz schön kurz angezeigt, finde ich. Und dann hat man mal nicht hingeguckt oder zack, ist es schon wieder weg. Und dann hat man nicht gesehen, wo sich der Preis geändert hat. Und statt ein Produkt zu kontrollieren, muss man alle kontrollieren. Gut, man könnte noch im Computer gucken, aber ja, unterm Strich, es ist halt irgendwann so, dass man ganz schön viele Produkte hat. So wie wir hier. Und dann macht das keinen Spaß mehr, wenn man alles immer kontrollieren muss und eigentlich doch immer das Gleiche macht. Ja, wieder ein bisschen draufhauen, Preis anpassen. Von daher finde ich, ist das eine wirklich gute Erweiterung, um sich auf die Basics im Supermarktsimulator zu konzentrieren. So wie ich hier einfach mal an der Kasse sitzen und mal ein paar Kunden abkassieren oder vielleicht auch abziehen. Ja, kann man auch machen. Vielleicht mache ich dazu mal noch ein Video, wo ich mal wieder einen Tag nur Kunden abziehe. So zum Beispiel. Habe ich am Anfang schon mal gemacht. Aber habe ich tatsächlich lange nicht mehr gemacht. Ja, wenn die natürlich passend zahlen, dann geht das nicht, ne? Dafür wäre tatsächlich wieder praktisch, wenn man wieder die Mod nimmt, dass sie alle in Bargeld bezahlen. Dann könnte man. Mal gucken, was da noch kommt. Aber erstmal würde ich jetzt sagen, lädst du dir die Mod runter, lässt ein Like und ein Abo da. Und mal so ganz nebenbei, wenn ihr irgendein Problem habt im Supermarktsimulator, ich muss mal kurz Lichter machen, habe ich unten in der Videobeschreibung einen Discord verlinkt, der speziell für den gemoddeten Supermarktsimulator ist. Es ist nicht der offizielle Discord, aber dort ist es erlaubt, über Mods zu sprechen und auch Links weiterzugeben für Mods. Und es sind Mod-Entwickler mit auf dem Discord. Es ist einfach wirklich ein schöner Discord, wo man Hilfe bekommt, Anregungen loswerden kann, sich austauschen kann mit Gleichgesinnten. Ja. Für alles findet man da eigentlich Hilfe. Von daher würde ich sagen, guck da einfach auch mal vorbei. Ich bin da nebenbei auch auf dem Discord und poste da ab und zu ein paar Videos. Von daher, ja, was soll ich sagen? Geht da mal auf den Discord. Es ist wirklich ein guter Discord. Also ich habe ja ganz oft Fragen unter den Kommentaren, wo ich auch nicht immer eine Antwort weiß oder auch nicht immer sofort antworten kann, da ich natürlich nicht nur am Rechner sitze und darauf warte, dass irgendein Kommentar kommt. Natürlich bin ich dankbar für jeden, der einen Kommentar schreibt und versuche auch gerne da behilflich zu sein. Aber ich glaube, ganz oft werdet ihr da
dann doch mal schneller Hilfe bekommen. Natürlich könnt ihr auch trotzdem gerne noch in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht. Ich wollte gerade sagen, was will sie denn? Aber ja, sie hat ja mit Karte gezahlt. Und ja, damit würde ich dann jetzt mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich kassiere noch ein paar Kunden ab, oder? Ah, jetzt habe ich zu viel rausgegeben. Ah. Naja, nicht so schlimm. Ja, ich glaube, es ist Zeit, diese Folge zu beenden. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich bin damit erstmal raus und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!